Wisst ihr, vor 2 Jahren um die Zeit, im April 2012, da war ich gerade mit meinen Brüdern und den Leuten von KAK Motorsport damit beschäftigt, den Ludwig für die Cannabiskultur fertig zu machen und musste mir so überlegen, was will ich den Leuten eigentlich erzählen auf meiner Reise durch die Republik. Ich habe mich damals dafür entschieden und ich habe den Satz wirklich sehr, sehr oft gesagt und jedem, der ihn hören wollte, ich habe mir den Claim, den Spruch ausgedacht, die Legalisierung ist keine Frage des Ob, sondern des Wann. Und das Wann nehmen wir Konsumenten jetzt selbst in die Hand. Und als ich das dann im Sommer 2012 auf den über 80 Veranstaltungen der Cannabiskultur wieder und wieder gesagt habe, da habe ich oft als Antwort gehört, welche Cannabiskonsumenten, welche Bewegung. Es sah nicht wirklich danach aus, als würde dieser Spruch Realität werden. Aber heute, 2 Jahre später, sieht die Welt anders aus. Gott sei Dank hat sich Deutschland entwickelt, weil ihr euch entwickelt habt. Es gibt da draußen auf einmal viel, viel mehr Menschen, die den Mut haben zu sagen, ich wehre mich gegen das Unrecht Hanfverbot. Es gibt viel mehr Menschen in dieser Republik, die den Mut haben, auf andere zuzugehen, weil man gemeinsam mehr erreicht, weil man es gemeinsam schafft, insgesamt 18 Veranstaltungen zum Global Marihuana Marsch auf die Beine zu stellen. Ich bin jetzt in den letzten Tagen immer wieder gefragt worden, wenn da so viel Potenzial ist, warum nutzen wir das denn nicht für eine große Veranstaltung? Und ich muss ehrlich sagen, ich lebe lieber in einem Land, in dem es die meisten GMM-Veranstaltungen gibt, als in einem Land, in dem es die größte gibt, weil es mir wichtig ist, dass wir in Stadt und Land, in kleinen Orten, genau wie in großen Orten aktiv sind, weil überall da, wo Menschen sind, sich das gleiche Problem darstellt. Das Hanfverbot verursacht mehr gesellschaftlichen Schaden und mehr individuelle Risiken, als es legales Cannabis je könnte. Und es ist unsere Aufgabe, heute, genau wie vor 2 Jahren, rauszugehen auf die Straße und das den Menschen zu sagen, die noch nicht einmal wissen, dass Cannabisverbot ein Problem ist, dass es Milliarden kostet und dass es in unserer Macht steht, da was zu ändern. Denn das ist der wesentliche Unterschied des Hanfverbotes zu vielen, vielen anderen Problemen. Jeder einzelne von uns, der aktiv wird, macht tatsächlich einen Unterschied. Deshalb meine Bitte, wenn ihr noch nicht den Mut gefunden habt, selbst einen GMM zu organisieren, dann schließt euch einfach eine der zahlreichen Veranstaltungen an, die es schon gibt. Und wenn ihr euch noch nicht mal sicher seid, ob ihr das tatsächlich möchtet, aktiv werden, dann geht erst recht zu den GMMs. Denn da könnt ihr die Leute treffen, die bei euch vor Ort Gesicht zeigen, die bei euch vor Ort beschlossen haben, den Unterschied zu machen und selbst für die Legalisierung aktiv zu werden. Das zentrale Großereignis kommt ja dann später noch in Berlin, die Hanfparade, aber dazu ein andermal mehr. Jetzt gilt es erstmal, möglichst viele Menschen da draußen zum Global Marihuana Marsch auf die Straße zu bringen und den zu nutzen, möglichst viele Menschen, die noch nicht wissen, dass das Hanfverbot ihnen selbst in die Brieftasche greift, dass es ihre Kinder kriminalisiert, im Zweifel ihre Arbeitskollegen kriminalisiert. Diese Menschen zu erreichen, dafür ist der Global Marihuana Marsch gut, egal ob er nun in Bremen, in Hannover, in München, in Köln, in Heidelberg, in Ulm, in Wuppertal, in Leipzig, Dresden, was auch immer stattfindet. Ich hoffe, ihr seid aktiv und was ebenso wichtig ist, erzählt hinterher allen Leuten, dass ihr aktiv wart und dass euch im günstigsten Falle da ein paar nette Menschen begegnet sind, dass ihr den Mut gefunden habt, die Motivation gefunden habt, dieses Jahr 2014 zu nutzen, um mehr zu tun, als nur den GMM zu besuchen. Zum Beispiel vor Ort kleine aktive Zellen zu bilden, kleine Arbeitskreise, die in Sachen Legalisierung aktiv sind. Wir alten Hasen, allen voran die Berliner Mischpoke, wird euch dabei nach Kräften unterstützen, so wie wir es auch in den letzten Jahren getan haben. Erstmal vielen Dank für euer Engagement, egal ob ihr nun selbst organisiert oder nur hingeht. Wir sehen uns sicherlich hier und da auf der Straße wieder. Viel Erfolg. Tschüss.